LOL. Mittwochs zu Tisch. Hallo Gamma-Freunde, ich habe jetzt endlich einen Formatnamen dafür. FLOL Mittwochs zu Tisch. Weil ich hier an meinem Küchentisch sitze und einfach mal ein bisschen andere Videos mit euch mache. Ich habe mir im asiatischen Supermarkt Samyang Hot Chicken Flavor Ramen geholt. Kennt man schon aus ein paar Videos auf YouTube. Evanio hat ein Video dazu gemacht. My Flashware. Prank Pros haben auch ein Video dazu gemacht. Und ich wollte es auch einfach mal verköstigen. Und euch zeigen, wie das so schmeckt und auch ein bisschen über Chili reden, weil es ja schon eine gewisse Chili-Historie auf meinem Kanal gibt. Und ja, das ist das Video hier. Zubereitung relativ einfach. Put the noodles into 600 milliliters of boiling water and cook for 5 minutes. Please remove the water from noodles. Remain 8 spoons of water and put liquid soup into noodles, stir fry 30 seconds. Put flakes and stir well and serve. Ja, das sind die Nudeln, die haben wir in einen Stuhl geholt und sie sind ja schon ziemlich spicy. Ich plane auch für 2020 mir die schärfste Chili der Welt zu holen. Vor 2 Jahren konnte ich noch behaupten, dass das Carolina Reaper ist. Aber Ed Curry, der Züchter, hat wohl neue Sachen entwickelt. Ja, es schmeckt sehr lecker, muss man dazu sagen. Aber sehr, sehr scharf. Puh. Man sieht es an den Lippen, wie rot das die sind. Carolina Reaper abgelöst als schärfste Chili der Welt. Es gibt wohl nun Pepper X, doppelt so scharf wie Carolina Reaper. Carolina Reaper, für dies, die interessiert, 1,6 Millionen Scoville. Herr Pepper X 3,2 Millionen Scoville. Also, das ist halt doppelt so scharf und wer schon mal so eine Carolina Reaper gegessen hat, der wird dann nicht mehr glücklich. Ich glaube, das war 2016, als ich mal in einem Video über Chilis in Red Savina reingebissen habe. Red Savina war vom oder ist vom Schärfegrad so 577.000 Scoville und ich bin da fast schon gestorben. Man kann sie auch roh snacken. Oh Gott. Wieso? Ich habe einen Schluck auf. Holy moly! Das war es auch schon wieder. Aua. Aua. Oh. Spicy. Es ist überall. Der ganze Mundraum brennt. Also, die sind extrem lecker, aber extrem scharf, um mal dazu sagen. Oh. Ich war was zu trinken, Dieb. Oh, das ist nicht zu trinken, das ist Dio. Was haben die Dinger eigentlich gekostet? Ich kriege immer noch vom asiatischen Supermarkt so einen Schmierzettel als Rechnung. Ich nehme an, die haben 2,50 gekostet bei meinem asiatischen Supermarkt. Irgendwo in der Janesstraße in Erfurt. Kann ich empfehlen, super netter Laden. Aber winzig, wie es halt in so Asialäden ist, dass du dich kaum umdrehen kannst. Boah, die Soße. Übel. Ich will die Soße haben. Läuft die Nase, Rachen brennt, Lippen brennen, Lippen sind rot wie beim Joker. Ein Film, den ich euch übrigens empfehlen kann. Genauso wie
Parasite, ein südkoreanischer Film, und Lighthouse oder Der Leuchtturm mit Robert Pattinson und Willem Dafoe. Auch ein sehr hervorragender Film. Noch ein Shoutout an Win Bauer. Ich glaube, das ist in deinem Weihnachtspaket dieses Jahr drin. Ich will, dass du das mal isst. Ich schwitze ein bisschen. Scharf ist es. Gut ist es. Wer von euch scharf essen kann, kann es mal ausprobieren. Die aber nicht scharf essen können, lasst die Finger davon. Die Dinger sind super scharf. Und da ist mir auch ein bisschen Soße daneben gegangen. Okay, Leute. Wir sehen uns am Sonntag. Haut's bis dahin rein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ciao.